Wenn man sich Cyprien Gaillards Werke anschaut, dann stellt man eigentlich fest, dass sie fast immer draußen entstehen, weshalb man ihn wirklich auch als einen modernen Field Artist bezeichnen kann. Er sucht nach den Ruinen der Moderne und eben auch nach Artefakten. Und dabei interessiert ihn eigentlich immer das Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur. Das filmische Werk Artefacts aus dem Jahr 2011 befasst sich ganz intensiv mit dem Mythos um die Stadt Babylon. Und im Juni 2011 reiste Cyprien Gaillard, begleitet von einer 10-köpfigen Schutztruppe, in den Irak, um dort zu filmen. Gefilmt mit der Handykamera ist der Film oder ist es dann das Material transferiert worden auf 35 mm. Und es steht auch ein ganz großer, monumentaler Projektor mit im Raum. Und so bekommt die Arbeit natürlich auch einen sehr anachronistischen Charakter. Es gibt jetzt keinen definierten Anfang und kein definiertes Ende. Die ganze Arbeit läuft im Loop und es gibt jetzt auch keine Narration, die eben sozusagen linear folgt, sondern es gibt immer wieder einzelne Sequenzen. Den Hauptteil der Arbeit macht natürlich diese Fahrt durch die Wüste aus und man sieht dann eben wirklich diese Fundstätten von Babylon, man sieht monumentale Grabstätten, Paläste und wie viel natürlich eigentlich noch Kunst in diesem vom Krieg so zerstörten Boden lagern, die wahrscheinlich nie gefunden werden können und auch nie eben restauratorisch aufbereitet werden. Dann gibt es einen Sprung und man sieht das Irak der Nachkriegszeit, also ganz neue postmodernistische Bauten. Und dann gibt es eigentlich den ganz großen Sprung nach Berlin und es gibt eben Aufnahmen und Sequenzen von dem Ischtar-Tor im Pergamonmuseum in Berlin. Das ist schon eine Zeitreise, die eben vor allen Dingen so intensiv wird durch die Musik. Und im Fall von Artefacts ist es eben so, dass in einer Endlosschleife von David Gray diese melancholische Ballade immer eine Sequenz Babylon läuft. Je länger man den Film betrachtet, desto unangenehmer wird diese sich ständig wiederholende Sequenz. Und die erinnert ja eigentlich auch fast an die Foltermethoden von Abu Ghraib. Also das ist am Ende fast unerträglich, dieses ständige, sich wiederhörende Babylon zu hören. Gerade wenn man sich anschaut, was jetzt in Palmyra passiert, wo die IS ein gesamtes Weltkulturerbe zerstört, glaube ich, hat die Arbeit einen ganz, ganz großen Aktualitätsgrad und sie ist eben auch sehr, sehr politisch.